muss ein bisschen in mich hineingrinsen, weil ich mich letztendlich auch innerlich freue, dass aus diesen Ämtern, die nur vor wenigen Jahren Schnipsel gesammelt haben über linke Gruppen an Universitäten und Rechtsradikalismus, Rassismus irgendwie rechts liegen haben lassen, dass die sich jetzt wirklich aktiv damit auseinandersetzen und auch eine pädagogische Studie machen, eine Ausstellung machen und dann einen Beitrag zu leisten, sich aktiv gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus und gegen die feine Demokratie zu leisten. Das finde ich gut, dass ich mich freue. Meine Damen und Herren, liebe Schüler, vor wenigen Wochen hat der Bundestag in einer Erinnerungsstunde sich daran erinnert, dass vor 65 Jahren der damalige Reichstag, der letzte noch halbwegs,